Sascha Marquet, 1:5 Niederlage gegen Wien Wiesbaden. Du hast den Treffer markiert, ein schönes Tor. Ja, 15 Minuten habe ich genau geguckt zwischen Ausgleich und dem dritten Gegentreffer. Das war der Knackpunkt im Spiel. Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben die Tore einfach heute zu einfach bekommen. Wenn man das sieht, konnte Wiesbaden nicht mal was dafür. Wir haben die Fehler gemacht und dadurch sind dann 3-4 Tore resultiert. Und ja, da ist natürlich schwer zurückzukommen. Ja, wollte ich gerade sagen, am Ende wird es dann deutlich, aber irgendwann ist dann Feierabend. Ne? Ja, ob man 2-1 verliert oder 5-1 ist im Pokal dann auch egal, man ist raus. Und wir haben irgendwie noch versucht, irgendwas zu reißen, irgendwie was zu ändern, aber ja, heute hat es einfach nicht geklappt. Nico Herzig, gegen den alten Verein, erstmal vom Ergebnis mal ganz unabhängig, was war das für ein Gefühl, gegen die Truppe aufzulaufen? Ja, gut, man hat halt noch ein paar Erinnerungen, klar, aber unabhängig davon war TSV Steinmeier heute und ja, wir wollten ein gutes Spiel machen und natürlich auch weiterkommen. Ist uns in der ersten Halbzeit noch ganz gut gelungen und in der zweiten Halbzeit haben wir dann nach dem 2-1 den Faden verloren. Ja, dann im Endeffekt ist ja Wurst, wie du hier, ob du 2-1 verlierst oder 5-1, ist dann auch egal. Also die 3 Gegentore kurz vor, kurz nach der Halbzeit, war der Knackpunkt? Ja, natürlich. Das hätten wir, ja, auch wie was gekriegt. Ich meine, denn vor der Halbzeit, das ist natürlich manchmal auch schwierig zu verteidigen, wenn die gute Flanken schlagen. Aber vielleicht hätte man vorher klären können. Ja, und die 4 Tore nach der Halbzeit, was soll ich da sagen? Das waren alle so Ping-Pong-Tore, die ich selten so in meinem Leben irgendwie mal bekommen habe. Aber es ist halt so. Nach der Halbfinalniederlage 1:5 gegen Wien Wiesbaden, gerade im Vorfeld schon kurz angedeutet, eine ungewohnte Situation. Normal stehen wir hier immer, entweder gewinnt Steinbach oder ist wenigstens unentschieden. Ja, ein kurzes Fazit. Wie ist die Niederlage zustande gekommen? War das Tor vor und kurz nach der Halbzeit der Knackpunkt in der Partie? Ja, wenn man das als Spielfilm betrachtet, dann sicherlich. Und gleichzeitig glaube ich, dass es halt ein fehlerhaftes Spiel war von uns, zweite Halbzeit. Und dann hast du gegen so eine Mannschaft, die offensiv schon auch eine hohe Qualität hat, mit so einem Schäffler, mit einem Blacher, mit einem Lorenz, mit einem Schwadorf, die alle gehobenes Drittliganiveau haben, teilweise auch schon höherklassig unterwegs waren, sehr, sehr schwer. Zum einen wenig zuzulassen und zum anderen im Rahmen deren Effektivität, die sie dann hatten, eben keine Gegentore zu kriegen. Und das war der Knackpunkt. Vielleicht auch ein Knackpunkt, dass wir erste Halbzeit nicht schon nach dem 1-0 die ein oder andere Situation für uns genutzt haben und nachgelegt haben. Aber es ist letztlich müßig, ne? Und es ist, glaube ich, auch nicht entscheidend, ob du dann 1:3, 1:2 oder 1:5 verlierst, bist ausgeschieden. Und das ist ärgerlich und sehr, sehr bitter für uns. Aber ich glaube, dass wir eine gute Pokalserie gespielt haben. Und schön wäre gewesen, wenn dieser Heimnimbus, den wir uns hier erarbeitet haben, noch ein bisschen länger gehalten hätte. Gut, jetzt ist es leider anders gekommen. Nichtsdestotrotz geht es am Samstag schon mit dem nächsten Heimspiel weiter. Ja, ich frage jetzt gar nicht, was nimmt man aus so einem Spiel mit, sondern andersrum, wie legt man jetzt den Schalter wieder um auf den Ligabetrieb? Schwierig. Ich glaube, hat es eben in der Pressekonferenz auch schon gesagt, wird nicht einfach sein, jetzt direkt den Schalter umzulegen, ne, weil sich sowas schon auch ein bisschen festsetzt. Ich glaube aber, dass es anders ist als in den Niederlagen, die wir in Elversberg bzw. in Watzenborn erlitten hatten. Ich glaube schon, dass wir in der Situation sind oder in der Lage sind, damit jetzt auch einigermaßen umzugehen. Die Frage ist im Rahmen der Kürze der Zeit, ne, wie schnell gehen wir dementsprechend positiv damit um und wie schnell richten wir den Blick dann wirklich auf ein erfolgreiches Spiel gegen SSV Ulm. Noch zum Abschluss ein Wort zum SSV Ulm. Die sind Sechster in der Tabelle, also auch wirklich ein starker Gegner, der kommt. Das ist immer schwer nach so einer Niederlage zu sagen, wie stellt man jetzt die Mannschaft ein. Aber man muss ja auch davon ausgehen, dass Ulm mitspielen wird. Sage ich jetzt einfach mal. Die werden sich da hinten reinstellen, wird ein offenes Spiel. Ist das besser? Oder erwarten Sie da einen anderen Gegner? Nein, ich glaube jetzt nicht, dass sie sich hinten reinstellen. Ich glaube nicht, dass sie im Zuge dieser Ergebnisse, die sie zuletzt erzielt haben, auch 4er, 5er, 6er Kette da aufbauen werden.
Fakt ist, es ist eine Mannschaft, die auswärts auch schon ihre Erfolgserlebnisse gesammelt hat und wo wir mit einem gewissen Bedacht auch in das Spiel reingehen müssen, mit einer gewissen Spielkontrolle auch reingehen müssen, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Geduld. Und dann ist sicherlich auch mitentscheidend, wie ist die Regeneration im Laufe der nächsten zwei Tage, wie schnell kriegen wir es hin, dann körperlich auch wieder die nötige Frische zu haben und dieses Bewusstsein nochmal, dass der Haarwasen unabhängig von dieser Pokalniederlage trotzdem im Rahmen der Ligaspielbetriebe eine Bastion ist, ja, und wir da eben auch einiges erarbeitet haben, was wir nicht einfach so wegwischen dürfen. Ja. Und das ist dieser Aspekt, auch Spiele eben defensiv gut gestalten zu können, wenig Fehler zu machen und gleichzeitig offensiv eine gewisse Qualität ins Feld zu kriegen. Das muss für dieses Spiel gegen Ulm im Blick genommen werden. Und dann interessiert mich eigentlich auch nicht, ob es der Tabellensechste, der Achte, der Zehnte oder der Vierte ist. Ich glaube, es ist ein erweitertes Spitzenspiel im Rahmen der Tabellensituation. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, mit der Heimserie hier schon eine Grundlage, wo wir klar dieses Spiel auch für uns entscheiden wollen und müssen.